So, wir sind kurz vorm Knopf drücken, da wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, für den Testschuss. Und jetzt drücken wir den Knopf. Das war's. Oh, oh. Ach, leck mich doch, das Ding ist kaputt und wir müssen uns wieder Teile besorgen zum Reparieren. 100 Pro. Wir schaffen das nicht rechtzeitig. Heather, du schaffst das schon. Ich hätte es sonst niemandem anvertraut. Egal, was du brauchst, sag's mir. Da ist noch die Sache mit der Reichweite. Wir brauchen einen Stützpunkt, der näher bei der Hall ist. Dafür habe ich einen Plan, Brady. Es gibt einen Stützpunkt in Lombard. Wenn wir den einnehmen, sind wir in Reichweite der Verhandlung. Hey, öffnet das Tor. Verstanden. Dieser Tunnel führt direkt nach Lombard. Los. Heather schließt sich dir an, sobald der Goliath wieder läuft. Okay? Ich werde mein Bestes geben. Da müssen wir mit, ja? Oh. Unser täglich Geruckel gibt uns heute. Hey Brady, wenn du dich auf den Weg nach Lombard machst, brauchst du eine Maske. Da draußen ist überall Gift. Nimm die hier. Danke. So, dürfen wir jetzt? So, was müssen wir da jetzt machen in Lombard? So, den Ladebildschirm ein bisschen geschnitten. Weil das kann man ja keinem zumuten. Gut, was haben wir denn? 500 Meter bis zu dem Ziel. Da schleichen wir uns am besten durch. Sonst haben wir dann schon wieder unsere ganze Munition verballert. Ja, das ist ein weiter Weg zu Fuß dann hier durch. Wenn die vor so vielen Jahren hier das Gas versprüht haben, dann verstehe ich nicht, warum das noch nicht verflogen ist. Weht hier kein Wind? Oh, links ist einer. Aber das schaffen wir an dem vorbei. So, was haben wir noch? 200 Meter. Ja, hoffentlich sind hier keine anderen mehr in der Gegend. Durch den Bombenkrater. Ist das ein Bombenkrater oder ist da einfach nur was eingestürzt? Oh. Eine ganze Gruppe. Oh, von links, von rechts. Da steht auch wieder einer. Da ist eine Rampe zum Reinspringen. Aber wie kriegen wir jetzt hier unentdeckt ein Motorrad, dass wir da drüber springen können? Oder wir suchen uns noch einen anderen Weg rein. Da. Da steht ein Panzer. Da kommt er angefahren. Der dreht da seine Runde. Sollen wir den gleich außer Gefecht setzen? Ja, wird besser sein. Wo ist er jetzt? Da ist er. Komm, bleib stehen.
So, noch sehen wir hier keine Schurken. Da oben ist einer. Aua, hat er gesagt. Da ist noch ein Panzer. Ja, ist schade, dass das Radar nicht zu sehen ist, wenn man hier mit dem ferngesteuerten Auto rumfährt. Da ist er. Da war er. Ja, die roten Punkte hier, das werden alles Typen über uns sein. Oh, da oben hat uns einer. Da kommt einer. So, der ist jetzt auf der anderen Seite von dem LKW. Wo kommt er lang? Da kommt noch einer von vorne. Sag bloß, die haben uns gesehen. Oh, ein harter. Nee, war kein harter. Drohne. Der ist über uns. Na, traut er sich? Der traut sich. Oh, aber neben uns ist noch einer. So, jetzt wird's eng hier. Jetzt kommen noch drei. Platt. So, und da ist noch einer. Wir haben von einem Unruheherd erfahren. Die Narcs haben ein Lager entdeckt und ein paar Typen sitzen jetzt darin fest. An alle, die vor Ort sind, jetzt könnt ihr zu Helden werden. Haben wir den? Ja. So, jetzt sehe ich nur noch einen Punkt da oben. Oder kommt er da unten? Dies ist eine rote Zone. Zivilisten ist der Zutritt zu jeder Zeit untersagt. Oh, hier sind noch drei, vier. Oh, jetzt wird's noch ein bisschen viel. Kopfschuss. Durchs Gitter. Kopfschuss. So, da hinten kommt noch einer angelaufen und an der Seite läuft noch einer. So, die scheinen jetzt alle noch von... Da kommen sie. Kopfschuss. Da kommt der nächste. Und von der Seite noch einer. Ja, die sind jetzt rausgerannt aus dem Tor. Vielleicht haben wir jetzt die Chance. Ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Ja.
So, Ausgangsstützpunkt. Operationsbasis errichtet. So, rote Zone Lombard. Und 2000 haben wir verdient. Gute Arbeit, Brady. Dieser Ort ist perfekt. Ich habe den Goliath dabei. Triff dich mit mir in der Garage, dann erzähle ich dir von den Vorbereitungen zu Walkers Rettung. Okay, den Walker müssen wir auch noch. Befreien. So, da ist die Tür. Du machst keine Faxen, was, Brady? Nein. Okay, Leute, wir müssen die Umgebung sichern. Sucht nach Waffen, Munition, allem, was wir benutzen können. Ich muss die Signalabdeckung für den Goliath sicherstellen. Ich schwöre, ich verbringe momentan mehr Zeit an der Tastatur als vor dem Krieg. Und? Hubs. Unser Goliath hat jetzt im gesamten Gebiet volle Signalabdeckung. Gut gemacht. Gut gemacht. Haben, wenn wir die Independence Hall stürmen. Ja, und jetzt? Okay. Weiter zu Phase 2. Also, die Norks benutzen fliegende Drohnen, um die roten Zonen zu patrouillieren. Wir nennen sie Duster, weil sie dieses Gas versprühen. Das Zeug ist übel. Wenn wir nicht wollen, dass diese Dinger bei der Indie Hall gegen uns eingesetzt werden, dann müssen wir alle Abschussorte in der Stadt zerstören. Ich schätze, sie werden gut bewacht sein, aber du musst das nicht alleine durchziehen. Ich werde den Goliath von hier aus steuern und dich unterstützen. So kann ich gleich die Systeme testen. Pass nur bitte auf den Goliath auf. So, was bist du so nervös, Mädchen? Ich schicke dir die Standorte der Abschussgeräte auf dein Smartphone und aktiviere den Goliath. Dann fangen wir mal an. Okay. Ich habe den Goliath jetzt so programmiert, dass er deinem Smartphone-Signal folgt. Ich kontrolliere das Geschütz. Lass uns ein bisschen Schaden anrichten. Okay, Baby, dann machen wir das. So, aber mitfahren dürfen wir nicht, gell? Okay, Brady, wir sind bereit. Dann finden wir mal heraus, was der Goliath drauf hat. Warum dürfen wir da eigentlich nicht mitfahren? Das wäre doch mal was. Warum muss sie ihn steuern? Warum dürfen wir den nicht selber steuern? Wir müssen wieder mit dem ollen Moped da rumfahren. Ja. Oh, da ist gerade was in die Luft geflogen, nehme ich mal an. Fahr uns halt über den Haufen. Und jetzt wieder zu Fuß. Kein Moped mehr da. Hier eigentlich noch. Hier ist noch so eine Basis oder sowas, gell? Zum Einnehmen. Komm, zeig deine Feuerkraft. Okay, das ist alles beim Schrottplatz. Kommt er? Ja, er kommt. Gib Gas. Der geht nicht down.
So ist es immer schon mal gut, einen Goliath dabei zu haben. Räumen wir erstmal ein bisschen auf hier. So, hoffentlich werden wir währenddessen jetzt nicht über den Haufen geschossen. Haben wir den oder haben wir den noch nicht? Einer weniger. Ja, einer weniger. Schnappen wir uns die anderen. Hast du Trennungsängste? Kommst du mir deshalb so nahe? Seltsam. Gab eine kurze Systemunterbrechung. Scheint aber alles zu funktionieren. So, jetzt sind wir natürlich mit Medipacks ein bisschen dünn besetzt. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Na. Dann holen wir uns mal das auf den Ski. Komm, Goliath, räum den mal weg da. Letzte Medi-Kit. Und von hinten wird schon wieder angeschossen. Ah, das wird übel. Scharfschütze da oben. So, kein Medi-Pack mehr und halb tot. Ein Schuss noch und wir sind hin. Hier geht's ja ab. Ja, vielleicht kommen wir so durch, wenn der Goliath hier abräumt. Oh, hinter uns ist einer. So, wir werden währenddessen erschossen. Dann gucken wir mal, ob es jetzt weiterhin nur vier sind, ob der noch zählt, den einen, den wir hatten. Je näher du dem Goliath bist, desto sicherer wird es. In der Theorie. Ja, ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal wieder Medipacks. Weil ohne Medipacks schaut das übel aus. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen Verbandszeug und Heftpflaster holen und sowas. Gut, nächster Versuch. Wie viel haben wir auf der Karte? 1, 2, 3, 4. Okay, dann hat der eine gezählt. Schon die Räder? Ich glaube, da muss man erstmal ein bisschen hinten in Deckung bleiben, bis der Goliath hinten ein bisschen aufgeräumt hat. Glaubst du etwa nicht, dass sie mithalten kann? Dies ist eine rote Zone. Zivilisten ist... Radina, los! Komm hierher! Dass die immer so drängeln müssen. Kinder, Kinder!
gleich haben wir sie doch schon wieder am Arsch. Die KVA hat einen Stützpunkt neben einer riesigen Chemiefabrik erbaut. Die Norks haben dieses Gebiet stark verteidigt. Demnach müssen sie dort etwas Großes verstecken. Es könnte sich auszahlen, das zu untersuchen, wenn du kannst. Ja, später. Die konnte flüchten. Dort drüben beim Tankstellenparkplatz ist ein Abschussgerät zu sehen. So, nehmen wir den hier. Oh. Komm, Goliath, räume ein bisschen auf. Der war ein bisschen unvorsichtig. Hinter uns eine Drohne. Schon weg. Wer ist das, der so brüllt? Da kommt noch einer von links oder von rechts. Hier spricht Parrish. Wir erhalten Berichte über einen Unruheherd. Ein Lager wird angegriffen. Jemand in der Nähe muss einschreiten. So, war's das? Jupp. Ja, damit wären es zwei. Okay, auf zum dritten. Rechts standen zwei, die ignorieren wir jetzt erstmal, oder? Tut mir leid, hatte kurz die Verbindung verloren. Jetzt sollte alles klappen. So, da ist der dritte. Drohne von rechts. Los, los, Brady. Wo ist unser Goliath? Kommst du? Wo bleibt er denn? Kommt er hier nicht durch, oder wie? Dies ist ein Sperrgebiet. Ich habe jetzt keine Lust, hier ohne meinen Goliath drauf zu gehen. Tja, hier ist er nicht mehr. Tja, komisch irgendwie. Da tun sie dauernd drängen und hetzen. Vielleicht müssen wir erst das Feuer eröffnen, bis er kommt. Da kommt er. Ja, ich glaube, wir müssen erst in Kampfhandlungen verwickelt werden. Dass er das peilt. Brady, ich dachte, du sollst in der Nähe bleiben, nicht abhauen. Ah, die immer mit ihren Klugscheißersprüchen. Stehen sie alle. Wenn wir in der Nähe vom Goliath bleiben, dann passiert nie was. Dies ist eine rote Zone. Sie
Komm her. Und sie hat ja vor allen Dingen am Anfang gesagt, er folgt unserem Smartphone-Signal. Treffer, das war ein Treffer, der ist weg. Okay, was nehmen wir? Sprengstoff. So, da turnt noch einer rum. Da. So, Gegend sauber. Prima. Oh, da hinten Scharfschütze. Das macht drei. Wir treten ihnen in ihre Ärsche. Er hat ihn schon geholt. Verdammt. Irgendwas stimmt nicht, Brady. Das Geschütz reagiert nicht. Ich muss mir das genauer ansehen. Ja, es brennt. Das kann ich dir sagen. Wir können nicht zulassen, dass dieses Ding plötzlich selbst handelt und dich angreift. Jetzt müssen wir alleine weitermachen. Ganz prima. Zwei Stück haben wir noch. Oh. Oh, oh. Tja, ist halt nur ein Haufen Korea-Schrott. Okay, das sind zwei gelbe. Ja, das ging ja noch, auch ohne Goliath. Und ab damit. So, und jetzt noch den letzten. So, gib deine Munition her, Freundchen. Unerlaubte Zivilisten, die versuchen, eine Art Friedenswächter zu entgehen, werden erschossen. Da schleichen wir uns vorbei. Ja, ist noch gut gegangen. So, jetzt sind wir wieder hier unter der Autobahn.
harter. Oh, von hinten kommen auch welche. Hoffentlich kriegen wir das noch hin mit dem Auto. Oh, Mist, 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 Mist. Oh, schnell nochmal in Deckung. Ein Luftschiff nähert sich. Auch noch. Ein Luftschiff auch noch. Aber noch ist es nicht da. So, wo versteckt ihr euch? Der letzte wird dann natürlich am härtesten verteidigt wieder, ha? Geh endlich hin. Machen wir das jetzt nochmal von der anderen Seite. Da ist der Harte. Wenn wir den von hinten erwischen würden. Ja, der braucht von vorne ganz schön viel. So, mit dem Gewehr hat man nur noch 4 Schuss, glaube ich. Das waren 2. Oh, wieder ein harter. Mist, Mist. Ach nee, war doch keiner. Man kann die immer so schlecht auseinanderhalten. So, das dürfte es doch gewesen sein. Und der letzte. Brady, hier spricht Heather. Du musst hierher zurückkommen. Ich kann momentan nicht mehr sagen, aber es ist schlimm. Ja, hätte ich mir fast gedacht. Gut, aber jetzt haben wir die 5 Stück. Und die neue Mission, defekte Maschine, machen wir dann in der nächsten Folge. Und da oben klebt er. Ist nicht weit gekommen. Na gut, ja, wir verabschieden uns hier und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Bis dahin, Servus und macht's gut.